Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier bei der Filmpremiere von Die Hüter des Lichts in München. Ich sehe ihn gleich das erste Mal. Also gesamt habe ich ihn gesehen, aber ich habe ihn noch nicht in Farbe gesehen und noch nicht 3D. Und natürlich mit unseren Stimmen. Das freut mich sehr. Sie hat natürlich die gute Idee, diese ganzen Figuren, die man kennt, zu verbinden und zu sagen, die haben eine gemeinsame Aufgabe und haben sie natürlich auch ein bisschen neu interpretiert. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen was von der Aura vom Osterhasen abbekomme. Ich habe mir jetzt schon Bumerang gekauft. Das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Ostereier wurden bei uns versteckt, aber nicht von großen australischen, gemeinen, hinterhältigen Hasen. Ich war die Erste, die synchronisiert hat. Das heißt, ich habe auch Jack Frost, also Florian, noch nicht gehört und Matze auch noch nicht gehört, wie er den Hasen gesprochen hat. Deshalb freue ich mich umso mehr heute Abend. Ich hatte auch mit einem anderen Hasen gerechnet. Ich dachte so, naja, gut, so ein kleiner, süßer, schnuckliger. Ne? Und dann steht da auf einmal so ein Ninja-Kämpfer vor dir. Ich habe einen Stab, damit kann ich dafür sorgen, dass es schneit und friert. Ja, sie ist eine ganz schnelle, unglaublich gut organisierte Fee. Die war toll und hat großen Spaß gemacht. Und dann ist die Botschaft auch schön, nämlich einfach, es gibt jemand, der versucht, die Träume von Kindern zu zerstören. Und dann sind da 4 bzw. 5 Jungs und ein Mädel und die stellen sich hin und sagen, Freunde, so nicht. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch den Film euch anzuschauen. Allerdings erst am 29. November kommt der Film in eure Kinos. Das ist ja schon bald, ne? Das wird der Hammer!